So, jetzt, ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt, ja, viel kann man hier nicht machen, außer wieder zu dem großen Fuzzi dahin. Mir fällt mir jetzt gerade ein, als wir, oder als ich, hier komme ich jetzt auch nicht weiter, aber man muss ja zweimal den Hebel betätigen, um so weit vorzufahren, dass man den Zug aufziehen kann. Aber weiter hier hinten ist ja auch nichts. Ja, jetzt erstmal gucken, was passiert, wenn man jetzt noch einmal nach vorne fährt und dann mal versucht, das Führerhaus da zu verlassen. Denn zweimal ist man beim Zug. Hier kommt man ja wieder raus, aber was ist bei einmal? Jetzt, wenn ich einmal nach vorne fahre nur. Was ist dann? So. Aha. Aha. Okay, hier kommt man irgendwie. Warte mal, hier ist. Ah, ich habe nur die Zange gebildet. Ah, das geht. Okay. Dann mal rein da in die gute Stube. So, dann gucken wir uns hier mal um. Hier ist nichts. Oh, hier haben wir was. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Zündkerzenautomat. Könnte man vielleicht bei dem hier bei dem Generator oder was es da sein soll, um Licht zu machen, benutzen. Okay, hier kann man nichts Großartiges erkennen oder machen. Warum haben wir denn hier? Ja, hier ist auch nichts Großartiges zu machen. Hier dürfen wir nur nicht rauchen. Hier ist auch noch was. Hier kann ich wohl nicht lang. Hier kann ich wohl nicht lang. Hier kann ich. Na, okay, gut. Ja, hier ist nur das Fenster. So, warte mal, hier ist nochmal das Fenster oder ist es hier nochmal das Regal? Nee, das Fenster. Feuerlöscher kann ich auch nicht mitnehmen. Na gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist mit dem Zündkerzenautomaten jetzt zu dem Generator zurückgehen. Denn hier ist ja auch nichts, was man großartig machen könnte. Gut. Jetzt wieder zurückfahren und dann runter und dann mal zu dem. Und dann mal zu dem Generator dahin, dem Fahrstuhl wieder runter und dann mal gucken. Und auf der Zeichnung war irgendwie das Bein von diesem Stahlwerker zu sehen. Ich vermute mal, dass dieser Stahlwerker hier mit gemeint ist. Vielleicht kann ich hier unten am Bein da irgendwas machen. Ja, zu dem anderen da komme ich ja nicht hin.
hin? Nee, hier kann ich aber auch nichts machen. Oder kann ich vielleicht... Nee. Zu dem anderen Stahlwerker da, oder diese riesen... Nee, ich war ein Stahlfigur, Stahlwerkerfigur, was auch immer. Mit so einem Rollerskates unten drunter. Da komme ich ja nicht hin. Ja? Kate, hörst du mich diesmal besser? Ja, ich höre dich sehr gut, Dan. Aber ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich gebe zu, ich war nicht sehr verständnisvoll das letzte Mal. Es tut mir leid und... In Ordnung. Lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich bin dir nicht mehr böse, aber ich muss unbedingt hinter jemandem her. Aber Kate, es ist wichtig. Ich rufe dich zurück. Tut mir leid. Okay, mal kurz abgewimmelt, den knüll ich. So, aber wie gesagt, zu dem anderen Stahlfigur komme ich ja nicht hin. Da sind ja hier die Kisten. Oder vielleicht kann ich jetzt einfach vorbeilaufen. Nein. Na gut, da kommt man nicht hin. Dann scheint das also für das... für die Lösung des Rätsels nicht wichtig zu sein, da hinzukommen. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich mit dem mit der Zündkerzenautomaten den hier jetzt mal in die Gänge kriegen. Ah. Na, wer sagt's denn? So, ich geh mal an. Oh, hier ist auch noch ein Hebel. Was ist denn, wenn ich den betätige? Das ist nicht nötig. Also ist wahrscheinlich nur wieder ein Hebel, um den Fahrstuhl nach oben zu schicken. Oder? Egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Licht. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Okay, kann man das Gitter vielleicht... Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Nee, kann ich wohl, nee, kann ich nicht machen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gut, na, Kette. Für die Deibel. Also, wozu ist hier unten in der Mine ein Monitor? Außerdem, wofür ist die Mine da jetzt? Was wird hier abgebaut oder wurde hier abgebaut? Gut, dann laden wir mal weiter. Großartiges, was man mitnehmen könnte oder betätigen könnte oder so. Oh, da ist ein Hebel. Ach! Ich wollte doch noch den Hebel betätigen, aber ist egal jetzt. Die Tür ist verriegelt. Okay. Gut, jetzt komme ich da zwar rein, aber ich will mich noch mal ein bisschen weiter hier umschauen. Hier überall hin. Ja gut, das kann ich jetzt hier nicht. Ah, man kann irgendwie das Schild hier abschrauben, aber ich habe noch keinen Schraubendreher. Mit der Zange funktioniert das natürlich nicht. Gut, da weiß ich aber, wenn ich irgendwo einen Schraubendreher finden sollte,
dann immer, dann muss ich hier zurückkehren und das Schild abschrauben. Zu welchem Zweck werde ich wohl noch erfahren. So, aber jetzt gucke ich mich erst einmal da auf der anderen Seite um. So, den Feuerlöscher hier kann ich nicht mehr. Aber dann gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was denn hier also abgeht und was das hier ist. Hier. Sieht aus wie eine Orgel. Das ist eine Orgel. Aha, hier haben wir einen Schraubendreher. Aber kann man hier vielleicht die Hände wegnehmen? Für Oscar? Klappt das vielleicht? Nee, hier kann ich nichts machen. Gut, aber jetzt habe ich ja einen Schraubendreher. Jetzt weiß ich, womit ich das Schild. Jetzt eine große Frage: Brauche ich jetzt die Schrauben oder brauche ich das Schild oder brauche ich beides? Ja. So. Ach, Schildabschrauben, um das Ding jetzt leider zu benutzen. So, da habe ich noch nicht mit gerechnet. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist doch, das sieht doch aus wie der Dieb. Hey Sie, wer sind Sie? Achtung, ich warne Sie. Sie machen mir keine Angst. Was wollen Sie von uns? Warum haben Sie das getan? Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ach, für Sie ist ein Diebstahl also ein simples Missverständnis. Geben Sie mir meine Hände zurück. Ihre Hände? Nur mal nicht so schnell. Ich bin kein Dieb. Außerdem, ich kann das alles erklären. Sie dringen ohne Erlaubnis in meinen Zug ein. Sie greifen meinen Automaten an. Sie verstümmeln ihn, indem Sie ihm seine Hände rauben. Und das kein Diebstahl ist? Ich habe die Hände nicht gestohlen. Nur ausgeliehen. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen? Das würde ich mir nie erlauben, Fräulein. Darf ich wissen, warum Sie die Hände meines Pilotautomaten Oscar gestohlen haben? Sie sind ganz außerordentlich. Ein mechanisches Wunder. Nie hätte ich selbst solche Hände entwickeln können. Ein Meisterstück. Und welche Präzision in der Ausführung. Diabolisch. Diabolisch. Und nur weil sie Ihnen so gefallen, haben Sie sich überlegt, sie zu stehlen. Auszuleihen, Fräulein. Kurzfristig auszuleihen. Natürlich bekommen Sie sie zurück, sobald ich sie nicht mehr benötige. Wie bitte? Diese Hände sind das Einzige, was meiner Anlage noch fehlte. Das letzte Element für den Pianistautomaten. Jetzt wird mein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Ich habe diese alte, stillgelegte Fabrik zur wunderbarsten Konzerthalle aller Zeiten gemacht. Wie Sie sehen, habe ich die Schornsteine der Hochöfen in eine gigantische Orgel von unglaublicher Kraft verwandelt. Das alles, um die größte aller Sängerinnen musikalisch zu begleiten. Jetzt fehlt nur noch sie. Ach du Scheiße. Wer sind Sie? Sergei Borodin, Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad. Vielmehr dessen, was davon übrig ist. Und Sie? Wer sind Sie? Und warum halten Sie ohne Genehmigung in meinem Bahnhof? Ich hatte nicht die Absicht, in Ihrer Fabrik zu halten, aber mein Zug hat ein mechanisches Problem. Ich heiße Kate Walker, Anwältin aus Amerika. Was für eine skurrile Idee, einen so weiten Weg zurückzulegen, um diesen Ort zu besichtigen.
Ich sagte Ihnen bereits, dass ich nicht die Absicht hatte, hier zu halten. Ich bin geschäftlich unterwegs. Ach ja. Und was bringt Sie hier bis zu mir? Das sagte ich bereits. Ein dummes mechanisches Problem. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Diese Frau? Von wem sprechen Sie? Von Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen, als Komkolsgrad noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange, sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine eingestellt würde, dass ich, der Direktor, nutzlos geworden und zum Wärter eines verrosteten Zeugen einer vergangenen Epoche degradiert war. Wie sollte ich diese Untätigkeit ertragen? Da erwachte in meinem Geist ein grandioses Projekt. Helena Romanski sollte erneut in dieser Fabrik singen. Und dieses Mal nur für mich ganz allein. Mhm. Und diese Dame ist damit einverstanden? Wenn sie erfahren wird, was ich zu ihrem Empfang realisiert habe, wie ich zunächst dieses monströse Geflecht aus Rohren umgearbeitet habe, um es in die mächtigste Orgel zu verwandeln, die je gebaut wurde. Aber dort, wo einst das eingeschmolzene Metall floss, ist heute nur noch Luftdruck für die Musik. Und dann musste ich noch einen Pianistautomaten entwickeln. Doch die Herstellung der Hände war sehr kompliziert. Und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Sie kamen. Was für ein Glück, nicht wahr? Wirklich ein glücklicher Zufall. Für Sie. Nun gut. Und wann kommt diese Frau Romanski, damit ich endlich meine Hände wiederbekomme? Ich weiß nicht. Man müsste sie vielleicht informieren und holen. Könnten Sie das nicht tun? Je schneller Sie sie hierher bringen, umso schneller werden Sie Ihre Geschäftsreise fortsetzen können. Ja, das scheint mir eine sehr gute Idee. Können Sie mir versprechen, dass Sie mir wirklich, nachdem Ihre Helena gesungen hat, die Hände meines Automaten zurückgeben? Ich verspreche es Ihnen. Sie haben mein Ehrenwort. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ihnen zu glauben. Und wo finde ich diese Dame? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber für eine Frau von Welt wie Sie dürfte es doch kein Problem sein, sie zu finden. Helena Romanski war eine internationale Berühmtheit. Ich habe eine Menge Dinge über sie gesammelt. In einem Zimmer, das ich ihr gewidmet habe. Ein kleines persönliches Museum, wenn Sie so wollen. Sie sollten es sich mal ansehen. Diese Geschichte ist völlig absurd. So, da wollen wir weitermachen. Mir fällt gerade auf, was bewegt sich denn hier? Was ist das denn? Was sehe ich ja jetzt erst. Und wenn ich Ihnen helfen würde, andere Hände zu bauen? Warum sollte man sich das Leben schwer machen, wenn man doch schon hat, was man braucht? Außerdem wage ich zu bezweifeln, dass Sie solche perfekten Hände bauen können. Sie haben von einem Pianistautomaten gesprochen, nicht wahr? Wo haben Sie den gefunden? Nun ja, wissen Sie, ich bastle selbst ein bisschen herum. Problematisch waren nur die Hände. Ich hatte diesen Teil etwas unterschätzt. Die Hände eines Pianisten, das ist eine komplexe Sache. Aber vergessen wir es. Jetzt hat er schließlich perfekte Hände. Eine merkwürdige Leidenschaft. Gibt es hier noch andere Automaten, die von Ihnen sind? Nein, die Mechanik interessiert mich nicht an sich. Ich benötigte nur einen Roboter, der in der Lage ist, auf der großen Orgel zu spielen, um Helena Romanski zu begleiten.
Um ehrlich zu sein, habe ich ein existierendes Modell verwendet. Einen ausrangierten Tippautomaten. Ich habe ihn repariert und ein bisschen umgebaut. Ein existierendes Modell, sagen Sie? Haben Sie einen gewissen Hans Vorarlberg gekannt? Eine Art mechanisches Genie. Ein bisschen wie Sie. Hans Vorarlberg. Ja, das heißt vielleicht, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Natürlich, ich verstehe. Aber es ist schon erstaunlich, diese vielen Automaten, die es noch heute in diesem stillgelegten Industriekomplex gibt. Mein Fräulein, eines ist sicher. Seit langen Jahren bin ich hier völlig allein. Wenn dieser Mann einmal hier gewesen sein sollte, so ist er auch schon lange wieder fort. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die Lokomotive eingedrungen sind, Privateigentum verletzt haben? Hier müssen Sie wissen, in dieser Anlage gehört alles dem Staat. Und der Staat bin in diesem Fall ich. Mein Zug ist in keinem Fall Teil dieser Fabrik. Wir hätten im Übrigen nie hier angehalten, wenn der Motor nicht hätte aufgezogen werden müssen. Solange Ihr Zug hier steht, ist er beschlagnahmt und wird als Teil der Industrieanlage betrachtet. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich verbiete es Ihnen. Alles nicht so schlimm. Vielleicht können wir uns auch so einigen, Fräulein. Das hoffe ich, und zwar schnell. Mann, was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie das nur. So, was ist das denn da oben jetzt hier? Keine Ahnung, kann man hier was machen? Hören Sie bitte, das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss tun. So. Sie das. Gut. Ja, gut dann. Was zum Geier ist das? So ein Bug oder so. Egal, auf alle Fälle werde ich jetzt erst einmal hier einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, ein Abo, ihr kennt das Spiel. Kommentar wäre auch nett. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.